Herr Professor Jakisch, wir sind hier in St. Gallen bei der 13. Konsensuskonferenz, Breast Cancer Conference. Ich würde gern mit Ihnen über neoadjuvante Therapien sprechen, also Therapien vor der Operation. Für wen kommen die denn grundsätzlich überhaupt in Frage? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben vor Jahren aus Deutschland, aber auch aus Italien kommend, die neoadjuvante Therapie eingeführt. Das bedeutet, dass Patientinnen nach dem Ergebnis einer Brustkrebserkrankung vor der Operation eine in den meisten Fällen Chemotherapie bekommen. Es gibt auch für ältere Frauen mit hormonrezeptorpositiven Karzinom die Möglichkeit einer antihormonellen neoadjuvanten Therapie zu machen. Aber kommen wir mal zurück zur Chemotherapie. Wir wissen heute, in den Brustzentren zum Beispiel werden alle Fälle von Patienten, die neu diagnostiziert werden, in einem interdisziplinären Team besprochen. Und wir machen es häufig so, dass wir mit in diesen Fällen überlegen, bekommt oder benötigt diese Patientin in jedem Fall eine Chemotherapie. Das kann man heute anhand der Hormonrezeptoren, des Herz-2-Neustatus, des Gradings und anderer Faktoren sehr gut bestimmen. Und dann glauben wir, dass es sehr sinnvoll ist, sozusagen den Tumor im Schlaf mit der Chemotherapie zu überraschen und alle Möglichkeiten zu nutzen, den Tumor kleiner zu bekommen vor der Operation. Das führt heute mittlerweile unter bestimmten Bedingungen bis zu 80% des kompletten Verschwindens der Tumorzellen in der Brust und in den Achselhöhlen, also in der Achselhöhlen-Lymphknotensituation. Der Vorteil dieser Therapie ist, dass man sozusagen eine in vivo, also im Menschen oder in der Patientin befindliche Sensitivitätstestung machen kann. Man kann also sehr gut sehen, ob der Tumor kleiner wird oder gar verschwindet. Damit können wir Patientinnengruppen identifizieren, die von dieser Therapie und vor allen Dingen auch von neueren Therapien sehr schnell profitieren. Natürlich gibt es auch Patienten, deren Tumoren auf die heutige Therapien nicht ansprechen. Das sind aber nur ungefähr 5% der Patienten. Für diese brauchen wir neue Wege. Ein Nebeneffekt ist vor allen Dingen auch, dass das Ausmaß der operativen Therapie sich deutlich reduzieren kann. Das betrifft die brusterhaltende Therapie, die dadurch deutlich verbessert werden kann. Aber insbesondere auch bei fortgeschrittenen Karzinomen kann das Ausmaß der Operation in der Achselhöhle und damit eben auch der bleibenden Funktionseinschränkung im Arm und im Körperbefinden reduziert werden. Was passiert denn mit diesen 5%, wo bei der neoadjuvanten Therapie kein Ansprechen, keine Reaktion des Tumors ist? Also in diesen Fällen muss man dann entweder die Operation vorn anschließen, weil der Tumor eventuell auch weiter wachsen kann. Das bedeutet schlicht und einfach, die Chemotherapie wirkt nicht auf die Tumorzellen. Da gibt es ganz seltene Fälle, wo wir das erleben. Und dann braucht man natürlich neuere Regime, die in der neoadjuvanten Situation noch nicht etabliert sind. Aber der wesentliche Punkt ist, dass wir heute bestimmte Untergruppen identifizieren können. Das sind vor allen Dingen die sogenannten triple-negativen Karzinome. Das sind die Karzinome, bei denen weder ein Östrogen noch ein Progesteron noch ein HER2-Neurezeptor, also diese berühmten Antennen auf den Zellen, nicht existieren. Für diese Patienten wissen wir, dass die Chemotherapie, die wir heute zur Hand haben, in einem großen Prozentsatz, 40-50%, den Tumor wirklich komplett entfernt. Und interessanterweise brauchen wir natürlich auch ein Verfahren, um die zahlreichen neuen Medikamente, nehmen wir zum Beispiel mal die HER2-neu-positiven Karzinome, da haben wir das altbekannte Herceptin, das Trastuzumab, jetzt neu das Pertuzumab, zwei Antikörper, die zusammen einen unglaublichen Effekt entwickeln und in absehbarer Zeit das TDM1. Da wissen wir ja, dass an das Herceptin eine Chemotherapie gekoppelt ist, die nur in der Zelle dann aufgenommen wird und die Entwicklung entfaltet. Und den Stellenwert dieser neuen Therapien müssen wir im Hinblick auf die Sicherheit der Patientin, aber auch auf Sicherheit der Therapie und der Wirksamkeit möglichst zeitnah entwickeln. Und die adjuvante Therapie, wenn man diese Therapie erst nach der Operation macht, da brauchen wir 8 bis 10 Jahre, um zu sehen, welche Therapie besser ist. Und wenn ich eine Patientin wäre, würde ich mich über Verfahren natürlich freuen, in denen ich sehr schnell sehen kann, ob die Therapie wirkt oder nicht. Und wir wissen, dass diese Patientinnen, bei denen die Therapie so schnell wirkt, auch ein besseres Überleben haben. Also wir kommen schrittweise einer individualisierten, personalisierten Medizin mit diesen Verfahren sehr viel näher. Und, darf ich vielleicht noch erzählen, von vielen Patientinnen erfahren wir ein ganz positives Feedback, wenn die sagen, ich merke, dass in meiner Brust was passiert. Also das Kleinerwerden des Tumors wird also auch als positives Erlebnis wahrgenommen und hilft gelegentlich auch mal, die dunklen Seiten der Chemotherapie, die natürlich in der neoadjuvanten Situation ebenso da sind, durch eine andere Motivation zu erleben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Und aus meiner klinischen Erfahrung ist es so, dass die Patienten dann sehr erleichtert sind, wenn im Anschluss an die Operation nichts weiter mehr kommt, außer natürlich der Bestrahlung. Die können wir nicht vorher machen. Es ist aber auch möglich, dass Frauen, die Hormonrezeptoren haben, dass die eine neoadjuvante Therapie bekommen, weil Sie eben sagten, die Triple-Negativen profitieren besonders. Ist vollkommen richtig. Gut, dass das nochmal nachgefragt wird. Bei den Frauen, die ein Hormonrezeptor-positives Mammakarzinom haben, muss man sich überlegen, spielen andere Kriterien, wie zum Beispiel die Tumorgröße, die Zellteilungszahl oder andere Kriterien eine Rolle, wo man trotz des Hormonrezeptor-positiven Befundes sich für eine Chemotherapie entscheidet. Wir nennen das in unserem Fachchinesisch die Chemoendokrine Sequenztherapie. Das bedeutet Chemotherapie auf jeden Fall, dann die Frage vor der Operation oder nach der Operation und wenn Operation und Strahlentherapie beendet sind, als ganz wirksame Therapie, möglichst lang anhaltend, die antihormonelle Therapie. Ganz wichtiger Punkt. Und die ist nach wie vor der wichtigste Stellenwert in der Behandlung der Brustkrebserkrankung, wenn Östrogen- und oder Progesteronrezeptoren am Tumorgewebe nachweisbar sind. Vielleicht noch ganz kurz, weil Sie erwähnt haben, dass neuere Substanzen dadurch auch schneller getestet werden können, als wenn man es in der Situation nach der Operation macht. Akzeptieren das auch die Zulassungsbehörden dann? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn wir uns überlegen, was so vor 10 Jahren war, dann hat man gedacht, diejenigen, die diese neoadjuvante Therapien machen, vor allem die Deutschen, Italiener und die Franzosen und die Amerikaner, die haben so ein bisschen, schießen sie übers Ziel hinaus. Das ist gar nicht mehr der Fall. Die amerikanische Zulassungsbehörde, die FDA, Food and Drug Administration, hat jetzt vor kurzem herausgegeben, dass die komplette pathologische Remission, also das komplette Verschwinden eines Tumors in der neoadjuvanten Chemotherapie, offensichtlich ein Zulassungsendpunkt ist, das ist jetzt ein sehr technisches Problem, aber wo man sagt, wenn eine neue Therapie dieses Kriterium erreicht, dann wird sie als effektiv eingestuft und kann eine verfrühte Zulassung bekommen. Und das ist gerade wichtig, wenn wir nochmal zurückkommen zu der HER2-neu-positiven Brustkrebsbehandlung, Antikörper so schnell wie möglich zu bekommen. Und das Problem ist ja, wir kennen die Daten und die Patienten kennen die Daten und dann kommen sie zu uns und sagen, können wir das machen? Und sagen wir, ja, wenn sie im halben Jahr wiederkommen, dann haben wir eine Zulassung. Und das muss natürlich noch sehr viel schneller gehen, ohne dabei, und das ist mir ganz wichtig, die Standards der Therapie über den Haufen zu werfen. Nur weil etwas neu ist, ist es nicht immer gleich besser. Das heißt, neoadjuvante Therapien sind einfach eine gute Chance, sowohl für eine Patientin, weil sie eventuell auch neue Substanzen bekommt, aber auch sehen kann, ob der Tumor sich verändert, möglichst kleiner wird und vielleicht sogar verschwindet. Also ein Punkt ist mir ganz besonders wichtig. Die neoadjuvante Chemotherapie ist kein Selbstzweck. Also wir machen das nicht nur, um was zu tun, sondern es muss, wie am Anfang gesagt werden, schon ein interdisziplinäres Team von Experten, und das haben wir in den zertifizierten Brustzentren, sich schon dafür entscheiden, im Sinne der Patientin, dass das die beste Therapie ist. Denn das wissen wir doch beide ganz genau, dass wenn das C-Wort der Chemotherapie fällt, dass dann erstmal eine ganz große Phase der Trauer einbricht, weil genau das will man vermeiden. Aber auch das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt, wenn wir uns gegenseitig motivieren zu sagen, was sinnvoll ist, was helfen kann, das sollten wir auch einsetzen, dann kommen wir weiter. Vielen herzlichen Dank.